ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Silvia Hepe und ihr kennt mich vielleicht von meiner Homepage www.engel-für-dich.com. Wir sitzen hier am wunderschönen Greifensee, der Pascal Kienkreuf und ich. Hallo Silvia. Hallo Pascal. Und ich möchte euch gerne etwas mit dem Pascal vorstellen. Der Pascal Kienkreuf ist ursprünglich in der Schweiz geboren und vor circa 13 Jahren nach Mexiko ausgewandert. Und jetzt, lieber Pascal, erzähl uns doch mal, wie es dich nach Mexiko verschlagen hat und wie deine Ausbildung bei den Mayas, wie du diese erlebt hast. Und ja, das ist eine schöne Geschichte, wie so alle Lebensgeschichten eigentlich schön sind und ich denke auch befreiend, wenn wir lernen, immer mehr der Seele zuzuhören. Und es ist wunderschön, ich glaube hier, ich habe das gerade erinnert, hier habe ich meine ersten Schwäne gefüttert in diesem Leben, hier am Greifensee. Ich bin in Fallanden aufgewachsen und das Leben ist magisch. Irgendwie hat es mich hier wieder zurückgebracht und es ist schön, euch ein bisschen erzählen zu dürfen. Also ich möchte euch damit eigentlich motivieren, es geht da nicht um mich, sondern ich sehe mich als Begleiter auf diesem Lebensweg für dich. Ich möchte dich motivieren, wenn ich dir was über mein Leben erzähle, auch dein Leben eben in die Hände zu nehmen und wirklich hinzuhören, was denn dein Herz möchte. Also ich war ja mal Wirtschaftler von der Uni Basel und habe dann an einer Bank gearbeitet. Das war damals ein Traum. Ich war froh, ich habe was Zukunftsversprechendes gefunden, und aber irgendwie drin in mir, ich war ein Chaot. Es sah nicht gut aus in mir drin. Ich ging immer weg mit Freunden. Ich war depressiv, würde ich heute sagen. Ich war neurotisch. Dann hat sich mein Leben geändert. Ich habe eine Karriere als Schauspieler gemacht. Eigentlich ziemlich spät habe ich dann da noch den Weg dazu gefunden und hatte da auch Erfolg. Ich habe in einem Theater gespielt in Deutschland, an mehreren Theatern, dann in freien Projekten. Aber auch da hatte ich so das Gefühl, es ist einfach nicht, irgendwas fehlt. Ich war immer so ein Sucher und war nicht zufrieden und hatte immer das Gefühl, aber es gibt doch noch mehr. Und dann habe ich mich auch ausgebildet in Therapieformen. Eigentlich zuerst, weil ich es brauchte. Ich habe selber Therapien gesucht, weil ich wusste nicht mehr weiter. Ich wollte mich oft an den Rand des Lebens bringen. Und dann habe ich dann auch das gelernt, diese Techniken, weil sie mir geholfen haben. Aber mein Leben war immer mehr, war noch mehr Chaos und noch mehr Chaos. Am Schluss wusste ich gar nicht, was ich denn aus diesen Teilen alles machen sollte. Es ist einfach spannend, dass du aus deinen Erfahrungen als Schauspieler, aus deinen Erfahrungen, was du bei den Maya gelernt hast, als Coach, wie du das integrierst in deine eigenen Ausbildungen, die du ja geschaffen hast. Also das habe ich geschafft dank jener Reise, die ich da Ende 1999 machte und eigentlich einem Traum nachgereist bin, ohne zu wissen, dass ich ihn dort finden werde, erleben werde. Und dann dieser Impuls, wo ich bei Don Lauro, einem Maya-Priester, lernen durfte, dieser Impuls wirklich mal auf den Boden zu kommen, mein Herz zu öffnen, auch diese Spiritualität, die ich immer gesucht habe, diese Verbindung zur Natur wie hier, dieser Impuls, der war wirklich tief, der war alles, wie sagt man, alles umgreifend. Dieser Impuls hat mir geholfen, dann aus diesem Chaos, das ich immer empfunden habe, in dieser Welt dann etwas zu machen, was eben heute diese Art ist, wie ich mit den Menschen arbeite. Ja. Ich denke, das ist eben spannend. Es ist, oft schmeißen wir ein Leben über den Haufen. Vielleicht ist das dir, der du uns hier siehst, auch passiert. Manchmal wissen wir nicht mehr weiter und dann verfluchen wir ein bisschen, was vorher war. Aber ich denke, alles, was du im Leben tust, hat einen Sinn. Ja? Wir werden geleitet von höheren Instanzen und dürfen lernen. Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig. Aber ich war erst glücklich, als ich auch den Teil der Ökonomie als Coaching, der Teil der Kunst
des Theaters einbringen durfte in meine spirituelle Art zu arbeiten, nämlich mit viel Kreativität, aber auch den Boden auf den Füßen haben, denn jeder hat eine eigene Ökonomie, ja, sage ich, auch wenn du selbstständig bist und ja, den Mut hast, dein eigenes, auch deinen eigenen Dienst anzubieten, das ist das. Also diese Dinge eben einzubringen, schau mal nach, was hast du im Leben alles gemacht und dann packst du dieses Puzzle zusammen und dann findest du viele schöne Dinge. Pascal, du arbeitest ja auch oder bezeichnest dich ja auch als Mystic Coach. Du bist ein Mystic Coach. Was ist darunter zu verstehen? Das hat jemand gesagt, Mystic Coach. Eben weil ich denke, dass wir, wenn wir vom Coaching hergehen, ich habe verschiedene Angehensweisen, wenn ein Unternehmer mich fragt zum Beispiel oder jemand, der eher die kognitive oder rationale Denkweise gewöhnt ist, dann komme ich mehr vom Coaching her, dann höre ich mal zu und sage, was hast du für Probleme im Leben oder wo scheint es nicht zu fließen. Und dann ist es aber wichtig, dann brauchen wir heute einfach neue Mittel, neue Ressourcen, die in uns sind, die hier sind, mit diesem wunderschönen See. Es geht darum, wieder uns zu verbinden mit den Naturelementen. Es geht darum, dieses mystische Element eben reinzubringen, über Geschichten, über alte Legenden, das Herz aufzutun. Deswegen heißt ja meine Homepage, heißt ja, es ist Herzzeit. Also es-ist-herz-zeit.com. Und auch in den Unternehmen, man muss nur schauen, wie. Am Schluss möchten die Menschen, die Menschen lechzen danach. Die Mitarbeiter eines Unternehmens, das Erziehungssystem, dass da wieder mehr Wert da ist. Die Menschen möchten Wert sehen, ja, in dem, was sie tun jeden Tag. Ja, das ist also wirklich ganz spannend, auch was deine Teilnehmer deiner Workshops und Seminare so für Feedbacks gegeben haben, dass sie einfach so deutlich spüren, dass da sehr starke Energien einfach auch zu spüren sind. Wie kannst du das erklären? Das hat mich wirklich so gefreut. Ich bin ja seit Februar jetzt 2014 hier in der Schweiz und es war so wunderbar, die Leute, ja, wie die Leute reagieren. Ich denke, der spirituelle Weg des Herzens ist der direkteste, der einfachste, der schnellste. Aber weil er so einfach ist, scheint er schwierig zu sein, weil wir gewohnt sind, Halt zu suchen an Strukturen. Wir möchten, dass ein Lehrer sagt, ich gebe dir 10 Punkte und die ratterst du durch und dann hast du dein Leben im Griff. Ja? Oder so wie beim Arzt, ich möchte ein Medikament und dann ist okay, gut, dann muss ich nichts mehr tun. Und wir haben vergessen, dass wir dabei eigentlich die Macht abgeben. Ja, wir geben die Macht ab. Wir gehorchen, wir leben in diesen Mustern oder in einem Hamsterkäfig drin. Wir leben das Leben der anderen, von Papa oder Mama. Oder in Mexiko ist man ist frustriert, weil man sagt dann, ja, die Regierung soll das halt tun oder die macht ja eh nichts, aber man merkt nicht, dass man wiederum davon ein Opfer ist. Und es ist nicht einfach, diesen Weg zu gehen. Viele Menschen spüren ihn, die waren wie sagen die Amis, baffled, die waren wie beeindruckt, ja, in den Workshops, da war ein Masseur aus der Schweiz, war in der Methode des unsichtbaren Heilers, den ich gebe, wo auch die Vision ist, dass wir nicht jetzt alle Heiler sein müssen und eine neue Praxis auftun, sondern dass wir alle Heiler sind, auch wenn du Unternehmer bist oder Hausfrau. Na, dieser Masseur war da und der hat gesagt, ja, ich glaube das nicht, diese Energie, die wir hier bewegen. Ja, es ist so stark, dein ganzer Körper vibriert, du merkst, dass das ein Weg ist der Gesundheit, der Klarheit deiner Gedanken, dass du Energie bekommst für alles, was vorher, wo du vorher vielleicht zu träge warst oder einfach es anstatt es zu tun, nur denkst. Ne? Und dann hat er gesagt, ich kann das nicht glauben und dann noch mit diesem Humor und dieser Leichtigkeit. Das ist doch Leben. Na, guck mal hier, der Schwan. Ich glaube, ihr seht ihn nicht. Da kommt ein Schwan hier uns besuchen.
das ist dieses Leben, wie mit den Kindern zusammen sein, ihre Witze anzuhören, dann schreien sie wieder, ja, wie deine Kinder. Ja, super, und genau. Und ja. Ja, also, Pascal, und du hast ja auch jetzt gerade im Februar ist ein neues Buch herausgekommen. Magst du vielleicht da auch noch ein paar Worte zu verlieren, wenn der Schwan Buch fertig ist? Mit jetzt habt ihr ihn gehört. Ja. Ihr seht ihn nicht. Magst du ein paar Worte? Ja, das Buch, ich habe das doch mitgebracht, das lehnt hier am Baum. Das Buch heißt Latisse Surfing und handelt vom kosmischen oder vom universellen Netz. Ja, Latisse ist ein Name, der Jacopo Grimberg-Segelbaum, ein berühmter Neurophysiologe, immer gebraucht hat. Und auch ich von den Schamanen und von meinem Meister einfach immer wieder hörte. Latisse ist auch diese Göttin, die jetzt zurückkommt. Diese weibliche Kraft, die in allem drin ist, das geht uns Männern auch an. ja, es geht um dieses Netz und wie man darin surft. Es ist eine Reise, zuerst mal in dich hinein, in deine Zellen, in deine Gedanken, in dein Herz hinein, weil von da aus siehst du dann, dass immer mehr aufgeht. Und siehst, dass wenn es in dich hineingeht, dann geht es auch hinaus. Mach mal die Augen zu, das wäre ein schönes... Wäre eine schöne Übung. Die hat mir mal jemand gezeigt. Machst du auch. Mach mal die Augen zu und wenn ich jetzt dir sage Freiheit, was kommt dann? Ich spreche mal weiter, aber du mach die Augen zu. Das Buch heißt auch Kosmisches, der Untertitel Kosmisches Lebensnetz, Drachenkraft und die kommende Herzzeit. Freiheit, was kommt bei dir? Siehst du ein Bild? Hast du es im Bild gesehen? Weite. In den Raum Weite. Weite. Ging die Weite über deinen Körper hinaus? Ja. Ja. Also keiner sagt, ja, ich habe mich. Also doch, es kann sein, dass du je nach Moment, das ist so nicht zu werten, dass du dann dich siehst in einem Körperteil oder in einem Organ. Das kann auch sein. Aber die meisten Menschen bei diesem einfachen Exercise, bei dieser einfachen Übung, die sehen, da sprengen sich die Körpergrenzen. Also ein Hinweis? Interessant. Schwan? Ein Hinweis? Ja. Das zeigt uns wieder, dass wir viel mehr sind, quantentechnisch gesehen, und es geht hier auch um Quantenfraktale, um die neue Gentechnik und so weiter, sind wir unbegrenzt. Ja, wir haben ein Riesenpotenzial, das in unseren Genen sitzt. Als Leser tust du hier eine Reise auch mit 13 Übungen oder mehr, sind eigentlich 20 mit den über die Dimensionen. Tust du eine Reise, was habe ich gesagt? Also du mit dem Buch tust du eine Reise, eine Surfreise, es ist ein Trip, es ist ein ganz spannendes Buch, das auch ziemlich gut anläuft. Ich habe gehört vom Verlag, dass das Buch schon nachbestellt wurde, innerhalb von ein paar Wochen, und machen wir weiter so. Ja. lese es. Lass es nicht verrotten in den Buchhandlungen. Ja? Das sind zwar handsignierte Bücher bei mir. Genau, handsignierte Bücher bei Silvia auf engelfürdich.com. Engelfürdich.com. Ja. Okay. Wie unterscheidest du deine energetische Arbeit von die der anderen? Ja, das habe ich dich schon mal gefragt. Weil ich empfinde, ich arbeite ja auch als energetische Heilerin, ja. Und ich empfinde, die Energien, die in deinen Workshops zu spüren sind, einfach unendlich viel kraftvoller noch. Kraftvoller. Körperlich, auch körperlich einfach. Wahrnehmbar. Ja, ich spüre das selber auch. Ich mache ja alles mit. Ich lebe es ja auch. Und ich denke, das spürt man auch. Alles, was ich mache, was auch im Buch steht, da hat es viele Beschreibungen drin, wie ich bei den Mayas war und was ich dort gelebt habe. Ich erzähle Dinge, die ich vorher niemandem erzählt habe. Auch Visionen, wo ich auf anderen Sternen war und Dinge gelernt habe von den Sternenbrüdern, wie die Mayas sagen. Aber ich lebe das, und das merkt man, sagen die Leser von diesem Buch. Wir können es ja nur noch hier lassen. Und ich denke, das ist der Unterschied. Hinter dieser Arbeit steckt auch für mich neben dem Herzen, dass das Herz ist das Tor der Tore, das ist auch die erste Übung hier.
ist auch die Idee, dass wir hochfrequentig leben sollten. Da hat mich eine Ärztin letztens in Mexiko gefragt, aber ich verstehe das nicht, warum denn hohe Frequenz? Und das stimmt, so im spirituellen Jargon spricht man so von vielen Dingen, aber manchmal wissen wir gar nicht, für was wir sprechen. Also, hohe Frequenz, was ist höher? Ein Gefühl von Liebe, Glück, vielleicht Großzügigkeit, innerem Frieden oder Wut, Angst. Was sind noch die Emotionen, die ganze Gesellschaft Scham. Durchziehen? Scham, genau. Schuld. Einsamkeit. Sind das nicht diese Emotionen, die haben doch eine tiefere Frequenz, das ist doch klar. Und wenn du in Liebe und in Glückseligkeit lebst und in Frieden, was ich gesagt habe, oder Mitgefühl, ein Gefühl von Sicherheit, dann lebst du gesund. Ja? Dann lebst du in deinem Herzen und beginnst die Welt ganz anders zu sehen. Und es geht nicht alles über den Verstand, sondern wir dürfen endlich dieses Herz wieder hineinbringen und die Spiritualität in den Körper hinein und sie hier leben. Genau, und dann das beginnst mit dem du, Körper ist nämlich der genau, ausschlaggebende Punkt. Okay, das ist für dich so anders, ja, okay. Ja. Und dann beginnst du die Dinge anders zu sehen. Ein Meister in Mexiko, den ich sehr mag, der sagt immer, nee, aber das geht auf Deutsch nicht. Wenn du die Form oder wenn du die Art veränderst, wie du die Dinge siehst, dann ändern die Dinge die Form, ihre Form. Und man sagt auf Spanisch, si cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Wenn du die Art, die Dinge zu sehen, veränderst, dann verändern die Dinge ihre Art. Bumm. Das Leben verändert sich. Ja? Du siehst deine Partnerin plötzlich anders und siehst, ja, das war doch ich, das habe ich doch projiziert. Ja? Du siehst das Essen anders, du beginnst es zu wertschätzen. Du siehst die Kinder anders, das Leben anders, deinen Job anders. Gestern hättest du noch gestunken. Heute siehst du wieder eine Motivation darin und siehst, du musst nicht alles ändern, du musst dich ändern. Darfst. Ja. Genau, solltest, darfst. Ja. Ja. Vielleicht magst du auch noch kurz erwähnen, dass du im August nochmal eine Europatour planst. Ja, das. Und dann hier in die Schweiz kommst und auch nach Deutschland. Und ja, danke Silvia, das ist wirklich wunderschön und das ist dank euch, wirklich dank diesem Feedback, das diesmal war, habe ich entschieden, ich bin in Madrid und dann komme ich noch her für etwa 3 Wochen im August. Das Programm steht noch nicht ganz fest, aber wir werden den unsichtbaren Heiler, diese Methode, wo jedermann ohne Vorkenntnisse lernen kann, mit ganz einfachen, praktischen Werkzeugen anderen einfach Gutes zu tun. Oder wenn du schon Heiler bist oder Therapeut oder Coach oder Unternehmer, dann kannst du lernen, auch diese Techniken anzuwenden, um wirklich Dinge zu heilen, physisch, seelisch. Und es ist so kraftvoll, es ist wunderbar. Du musst also nichts wissen. Keine Vorkenntnisse haben. Und das Schöne ist auch, dass ich dann zeige, wie du das tun kannst, ohne viel zu machen. Wir beginnen auch auf der körperlichen Ebene. Schon wenn du jemandem die Hände gibst, da überträgt sich ja viel Information. Und da kann ich auch jemandem helfen. Mit dem Blick auf emotionaler, mentaler und dann, danke, spiritueller Ebene. Und dann zeige ich aber auch, wie kann ich das tun, eben ohne zu berühren. Und wie kann ich so helfen anderen? Natürlich verletzen wir dann nicht die Sphäre des anderen. Es geht nur, das macht man natürlich nur, wenn man die Erlaubnis hat. Ja, weil das klingt so unsichtbarer Heiler. Wir gehen da nicht und heilen mit spirituellem Ego. Darum geht es nicht. Und was haben wir noch vor? Deine Facebook-Seite, die neue, auf die deutschsprachige. Aber vielleicht noch, wir gehen noch auf den Odilienberg. Oh ja. Wieder, das ist einer meiner Lieblingskraftorte, wo du eine Kirche findest, die noch lebt, von einer alten Äbtissin um 800 nach Christus, der Odilie, die heilig gesprochen wurde, Patronin für die Elsässer, die vermutlich noch eine eingeweihte Druidin war und dann hast du eine Heidenmauer, die heißt so, eine keltische, eine Urmauer, wo keiner genau weiß, von wann die ist. Und die werden wir wieder umwandern, umpilgern,
die Informationen werden wir noch publizieren, genau was wir dann machen. Es wird dir helfen, wieder Klarheit ins Leben zu bringen. Ich zeige da eine Technik, die ich auch im Buch beschreibe, wie du mit Sphären umgehst. Das ist etwas, das, was die Physiker Parallelwelten oder Universen nennen. Wie du damit umgehen kannst, um dein Leben zu gestalten, zu kreieren. Weil visualisieren, das wissen wir, das funktioniert nicht. Deswegen auch diese Filme, die es ja gab und so berühmt sind, einfach dazu sagen, ja, ich will jetzt und sehen. Man darf das Herz dazugeben und hochfrequentige Energien. Und dann sind wir wieder diese, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, mit den hohen Frequenzen, dann sind wir wieder diese Schöpfer, weil wir einfach auf einem immer höheren Plan oder auf einer Ebene eben auch wirken können. Und dann werden wir noch in Deutschland sein und auch dort noch einen Retreat machen. Die Idee ist, dass ihr die Kinder mitnehmen könnt und es gibt etwa 3x3 intensive Tage, um mit sich selbst zu arbeiten. Nimm deine Lebenssituation mit, nimm deine Probleme mit, nimm deine Träume mit und ich helfe dir daran zu arbeiten. Das mit den Kindern finde ich auch noch wichtig für Familien. Gerade auf dem Odilienberg haben wir organisiert, dass eben auch eine Kinderbetreuerin vor Ort sein wird, sodass auch die Eltern mal in Ruhe, insbesondere du machst ja auch einen Schweigepfad, oder wie nennst du es? Wir werden, wenn wir da um die Mauer gehen, werden wir im Schweigen sein. Und das ist für die Kinder ein bisschen lang. Und dann haben wir dort eine Kinderbetreuerin, die dann einfach die Kinder dann an einem Druidenstein warten, wo wir dann auch eine Zeremonie machen werden. Ich habe das, Gott sei Dank, in Mexiko gelernt. Es ist wichtig, dass die Kinder, und es ist immer wunderbar für die Eltern, die Erfahrung schon von früh auf mit diesen Energien in Kontakt kommen. Und die spielen dann mit, Harry Potter-mäßig, genau. Oder wenn sie noch jünger sind, wie? Ja, natürlich. Das ist genau. Wunderschön. Nein, das wird wunderbar. Ja, also magst du noch etwas Wichtiges sagen? Ja, etwas hinweisen? Vielleicht, ihr habt wieder die Möglichkeit, dann auch Einzelsitzungen zu buchen, ein paar nur. Das Programm wird dicht sein, Rückführungen, Genaktivierung, Meisterkontakte. Da könnt ihr euch bei Silvia melden, gell? Ja, genau. Und ihr findet meine Daten wieder unter www.engelfürdich.com oder auch ruft einfach an 043, also 0041 für die Schweiz, 43 541 6629. Oder bei www.s-ist-herz-zeit.com werden wir bald die Information der August-Tour aufladen. Und wenn ihr nach Mexiko kommen wollt, da gibt es auch bald News. Bitte schreibt euch ein auf dem Newsletter beim Deutschen. Da kommen dann die News über unser Zentrum, unser Heilprojekt, wo wir auch immer dankbar Spenden entgegennehmen. Und das dauert aber noch ein paar Monate, bis wir dir da eine gute Infrastruktur anbieten können. Wer aber im November schon kommen möchte, da ist die Olmekenreise findet da statt vom 21. November bis zum 6. Dezember. Alle Info ist auch da, eine spirituelle Reise mit Zeremonien, Meditationen, 2 Wochen lang, stell dir vor. Und Facebook hast du gesagt? Ja, genau. Du hast einfach deine mexikanische Facebook-Seite, spanische Facebook-Seite und jetzt haben wir ganz neu noch eine deutsche Facebook-Seite eingerichtet und ja, schaut doch mal drauf. Die ist jetzt gerade am Entstehen. Und wie findet man die? Einfach unter deinem Namen. Pascal Kingreub Deutsch. Ich glaube so. Pascal Kingreub-de findet ihr schon. Oder sonst auf der Page wird es auch nicht. Facebook einfach. Auf Facebook deinen Namen eingeben und dann Deutsch. Super. Ja? Und vielleicht. Hast du noch? Nein. Oder sonst als Abschluss, ich weiß nicht, ob ihr den See seht hier. Schließ doch nochmal die Augen. Schüttel dich ein bisschen aus, es hat sich vielleicht was bewegt in dir während diesem Talk. Es war schön, auch bei dir zu Hause kurz zu sein jetzt oder wo du immer bist, mit dir zu sein. Schließ mal die Augen und du weißt ja, quantentechnisch ist alles eins, du bist auch hier. Ja, wir geben uns eine Umarmung. Unsere Herzen verbinden sich, das ist ja heute schon wissenschaftlich. Verbinde dich einen Moment mit diesem See,
Die Sonne geht hier bald unter. Die Seeoberfläche spiegelt wunderschön, erinnert uns an die Stille, an ein stilles Fließen deines Lebens. Auch wenn drumherum manchmal es tobt und stürmt und chuttet, in deinem Herzen ist immer Stille, wie im Zentrum eines Uraganes, wie sagt man, eines Hurrikans. Hörst vielleicht die Entchen, die Schwäne, die Tiere. Wir sind sie, wir dürfen wieder die Mutter Erde, die Steine, die Pflanzen, die Tiere, die dürfen wir wieder respektieren und mit ihnen liebevoll umgehen. Denn ohne sie, ohne uns alle zusammen, geht's nicht weiter. Wir schaffen es nicht mehr allein. Dann sende ich dir mit dieser wunderschönen Energie vom Griffesee. Vom Griffesee sende ich dir einen Herzensgruß, dort wo auch immer du bist. Und bitte mach noch einen Klick auf YouTube, auf dem Kanal, entweder bei mir oder bei Silvia. Ich weiß nicht, wo das dann abgeloadet wird, und bis bald. Bis bald. Ganz herzlichen Dank für euer Zuschauen, für euer Sein. Danke dir, lieber Pascal. Danke dir, Silvia. Sehr angenehm. Schön. Ja. Im Studio und neben mir sitzt Pascal Kien-Greut. Greub. Greub. Ja. Ein alter Schweizer Name, wie ich höre. Ja, aus der Umgebung hier, aus Lotzwil. Nee, ja, oder? Ja, ich war noch nie hier in der Gegend. Ja. Das ist ja witzig. Aus Lotzwil kommst du, lebst die ganze Zeit in Mexiko. Seit 13, bald 14 Jahren. Ist ein moderner Mythos der Freiheit, der dich aus dem Fangnetz einer immer komplexeren und regulierteren Welt befreit.